passieren. Was war für Sie eigentlich? Hat vielleicht nicht auch eine Rolle gespielt, dass Relotius natürlich genau das bedient hat, inhaltlich, wofür im vielen der Spiegel auch steht. Sie konnten quasi die Leitartikel mit ruhigem Gewissen schreiben, weil Relotius hat ihnen die Welt genauso hingelegt, wie sie eigentlich gesehen wurde. Also das hat sicherlich geholfen, Vertrauen zu schaffen zwischen ihm und seinen Chefs, glaube ich schon. Zieht man daraus auch irgendwelche Konsequenzen? Naja, klar, es gibt jetzt eigentlich nichts, was wir nicht in Frage stellen, ehrlich gesagt. Die Zeit hat jetzt ja auch Konsequenzen gezogen und macht es auch Stichproben sozusagen der einzelnen Artikel. Das soll ja jetzt also regelmäßig passieren. Führen Sie sowas jetzt auch ein, dass die Artikel jetzt regelmäßig wirklich kontrolliert werden? Aus jedem Heft wird in Zukunft nach dem Zufallsprinzip ein Text sozusagen erweitert verifiziert. Also bislang prüfen die Dokumentare einfach die Fakten, die im Text sind, und überprüfen das mit diesen normalen Dingen, die man vom Schreibtisch aus machen kann. In Zukunft sollen die sich dann ganz genau angucken, gibt es diese Protagonisten tatsächlich, die im Zweifel auch anrufen, sollen Videos überprüfen und so weiter und so weiter. Also ein bisschen wie der New Yorker arbeitet. Normalerweise wird bei einem Text pro Woche in Zukunft auch im Spiegel gearbeitet. Wenn Sie jetzt gleich fragen werden, warum nur bei einem, es ist auch ein bisschen die Frage des Aufwandes und es ist auch nicht bei jeder Geschichte wirklich nötig. Es ist eben bei denen nötig, die mit viel Aufwand recherchiert sind und die weit weg spielen, die man vor allen Dingen die im Ausland spielen, die man schwer hier inländisch überprüfen kann. Gleichzeitig bekommen die Redakteure die Aufgabe, oder das ist ein Vorschlag von uns, sie dürfen nur noch Manuskripte abgeben, bei der die komplett die Dokumentation ihrer Recherche enthalten. Also sie müssen nachweisen, ich bin tatsächlich an dem Ort gewesen, ich habe mit diesem Menschen gesprochen, der hat die und die Telefonnummer und so weiter und so weiter. Sodass es also sowohl eine Bringschuld der Redaktion gibt und eine Holschuld sozusagen der Dokumentation. Und für diesen Punkt Whistleblower, das kann ich, glaube ich, dazu sagen, gibt es den Vorschlag, eine Ombudsstelle einzurichten. Also dass sowas, wie es Moreno passiert ist, dass er sozusagen bei seinen Vorgesetzten gegen Wände gelaufen ist, dass sowas nicht mehr passieren kann, dass es eine unabhängige Stelle gibt, an die sich Kolleginnen und Kollegen wenden können, an die sich aber auch Leser wenden können, wenn sie Kritik haben und das Gefühl haben, sie kommen nicht weiter. Also es sind jetzt mal nur drei der wichtigsten Maßnahmen, die wir vorgeschlagen haben. Können Sie den journalistischen Betrug inzwischen nach der fünfmonatigen Aufarbeitung auch quantifizieren? Also bei wie vielen Texten würden Sie sagen, die würden Sie in diese Schublade packen? Die sind bei uns nach Spiegelstandards im roten Bereich. Das ging Sie meinen jetzt von Reduzius? Genau, das ging so gar nicht. Und gibt es personelle Konsequenzen noch darüber hinaus? Das ist zum Beispiel mit der Leitung der Dokumentation. Also zu personellen Konsequenzen würde ich hier ungern reden wollen. Das ist was man mit Kollegen im... Aber willst du hin oder ja nicht? Zurzeit können wir darüber nichts sagen. Was war Ihre erste Frage? War Relotius. Also da würde ich mal ganz hart sagen, es gibt Geschichten, wie Stefan vorhin gesagt hat, die im Kern wahr waren, aber die so gespickt waren mit falschen Zutaten. Ich würde mal sagen, die Quote liegt eher so bei 99% gefälscht. Und wenn dann mal was dabei war, was mehr oder weniger ganz sauber war, dann eher so zufällig. Also vielleicht sind es 95%, aber das ist, also ich würde mal vom Gefühl sagen, das waren quasi ausschließlich Fälschungen. Oder sie waren so stark angereichert mit gefälschtem Material, dass sie wertlos waren, journalistisch gesehen. Manchmal ist es auch nicht so dramatisch, wie es klingt. Also wenn Sie einfach, Sie können ja mal so stichprobenartig in diese Texte, die auf der Website stehen, reingehen und gucken, dann ist es bei manchen Texten, war es halt häufig so, Teile standen dann in irgendwelchen Tageszeitungen, die hat man so zusammen kuratiert. Das ist auch jetzt, das hat Relotius nicht erfunden, sagen wir mal vorsichtig. Aber der hat es eben auch gemacht und dann hat er aber manchmal dann eben wenig Hemmung gemacht, auch noch Sachen, die er irgendwo anders gefunden hat, ein bisschen aufzubauschen und schöner zu formulieren. Also da hat er dann halt noch ein paar Locken dran gesetzt. Ich habe mir alle diese Beschreibungen, das haben Sie ja tatsächlich ausführlich online gemacht, angeschaut. Ich bin auf 9 Faktenchecks gekommen, bei denen ich dann beim Lesen den Eindruck hatte, 9 Texte im Spiegel, die tatsächlich im großen Stil
erfunden waren. Nicht nur Interviews zusammengeschrieben, die stattgefunden sind, sondern wo Protagonisten erfunden wurden. Würden wir das teilen? Oder? Absolut. Kann so sein, ja, ungefähr. Also insbesondere die großen Reportagen, die er gemacht hat, stimmen im Kern nicht. Bleiben Sie dabei, dass Sie keine juristischen Schritte gegen Relotius? Gegen Relotius, meinen Sie? Ja. Warum? Wir waren ja gezwungen, zumindest eine Staatsanwaltschaft einzuschalten, als es um den ganzen Spendenkomplex ging, weil wir halt auch überhaupt nicht prüfen konnten, ob was dann tatsächlich mit den Geldern am Ende des Tages geblieben ist. Das haben wir gemacht. Und ansonsten haben wir uns aber sehr bewusst dagegen entschieden, an anderer Stelle juristisch gegen Klaas Relotius vorzugehen. Das ist immer noch keine richtige Erklärung, warum Sie sich dagegen entschieden haben. Also Klaas Relotius war lange Jahre ein Mitarbeiter und wir haben wirklich, soll ich sagen, aus Fürsorgepflicht, haben wir natürlich geprüft auch, welche Möglichkeiten hätten wir, jetzt gegen diesen Betrug vorzugehen. Wir haben gewährleistet einerseits, dass wir die maximale Aufklärung betreiben, also da keine juristische oder externe Unterstützung brauchen. Wir haben diesen Spendenkomplex thematisiert. An der Stelle ging es nicht anders und dann haben wir uns eben bewusst auch aus diesen Fürsorgepflichten entschieden, nicht gegen Klaas Relotius vorzugehen. Glauben Sie, dass sich da jetzt gewaltig was ändern muss in der journalistischen Ausbildung in Deutschland? Denn ich meine, aus dramaturgischen Gründen, Tricksen, kann man ja nicht einfach so als Petitesse liegen lassen. Ich glaube, das wird in der Ausbildung wird es passieren oder hat begonnen. Und ich kann Ihnen nur sagen, in den Jurys von den Journalistenpreisen wird jede Geschichte inzwischen genau daraufhin untersucht. Ist das ein Einstieg, der vielleicht konstruiert sein könnte oder nicht? Also Relotius ist da wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Also da wird sich was tun und vieles tut sich auch schon. Was hat Sie am meisten geschockt? Nicht jetzt in dem, was Relotius selbst getan hat, sondern in dem, wie auch Journalismus, wie im Journalismus sowas überhaupt passieren kann. Also das Allermeiste, was mir in den letzten 5 Monaten hier begegnet ist, an Dingen, die unschön sind, die man nicht haben möchte, die man für falsch hält, kann ich mir in jedem anderen Medium, das ich von Ihnen kenne, auch vorstellen. Also es insofern ist eigentlich nichts gewesen, was vollkommen außerhalb der üblichen Fehlervorkommens auch in anderen Häusern ist. Wenn Sie mich fragen, was hat mich schockiert, dann eigentlich nur der Umgang mit Moreno. Also da war ich schon, habe ich manchmal so geschluckt, als wir das so recherchiert haben und ich gedacht habe, warum ist das eigentlich so, dass einem Mitarbeiter, der ja nun auch schon seit 7 Jahren beim Spiegel ist, so wenig Glauben geschenkt wurde, dass der über so viele Wochen hinweg gegen diese Wände laufen musste, wie er es ja selber beschrieben hat. Also das fand ich schon ziemlich einzigartig. Aber da glaube ich, gibt der Spiegel eine gute Antwort jetzt drauf. Wird sich der Umgang des Spiegel mit Journalistenpreisen verändern? Wir haben ja geschrieben über den Druck, der aufgebaut wird, Preise zu gewinnen. Ist das auch einer der Punkte, die man vielleicht ändern muss? Also Journalistenpreise waren für mich noch nie ein Kriterium, ob man etwas besonders gut oder besonders schlecht gemacht hat. Ich war auch nie einer von denjenigen, die den Leuten abverlangt haben, sie sollen noch jetzt möglichst viele Geschichten einreichen und so weiter. Also von mir wird der Druck, auf Journalistenpreise hinzuarbeiten, da wird kein Druck ausgeübt, da können Sie sicher sein. Aber angeblich hat ja ein ganzes Ressort diesen Fokus auf Journalistenpreise gelegt. Wie geht dieses Ressort jetzt damit um oder ist der Fokus jetzt ein anderer? Naja, das Ressort wird sich dann halt künftig auch ein bisschen umorientieren, wenn früher wenn es denn so war, das kann ich nicht beurteilen, ich bin ja so lange auch noch nicht dabei. Aber wenn es einen Druck von ganz oben gab, preiswürdige Geschichten zu machen, dann ist in gewisser Weise verständlich, dass die Kollegen alles dafür getan haben, das auch zu liefern. Wenn der Druck, preisverdächtige Geschichten zu schreiben, nicht mehr da ist, dann gibt es den Druck auch nicht mehr. Dann müssen sie sich an der Stelle auch keine besonders große Mühe geben und Geschichten besonders perfekt machen. Dann spielen vielleicht andere Kategorien eine größere Rolle. Hat irgendjemand noch mal Kontakt zu Ihnen gehabt aus dem Haus? Zu Klaas Relotius? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Also ich hatte keinen Kontakt mit ihm, ich habe ihn auch vorher nicht getroffen, ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen Kollegen gibt, der vielleicht ab und zu mal mit ihm simst oder so, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber so einen richtigen Kontakt, sich nochmal getroffen und so, soweit ich weiß nicht. Mich würde nur interessieren, ob es diese journalistische Form Reportage denn so künftig weitergeben wird, ob Sie die eindampfen, ob Sie das irgendwie neu ausrichten, wie sehen Sie das? Es gab ja auch mal Diskussionen. Also ich halte die journalistische Form der Reportage für essentiell und für wichtig für den Journalismus, auch für den Spiegel. Und wir wollen den Spiegel künftig auch in der Sache wieder härter, Nachrichten stärker, exklusiver machen. Und dann halte ich es aber auch für wichtig, dass wir mindestens an ein, zwei Stellen auch wirklich zeigen, dass wir gut erzählen können und stark erzählen können. Es muss halt stimmen. Die Reportage ist ja nicht von vornherein ein auf Betrug angelegtes journalistisches Format. Das war ja nicht Sinn der Sache. Dass im Rahmen der Reportage oftmals getrickst wird, ist ein Problem. Und mit dem Problem müssen wir umgehen. Aber deswegen das Format der Reportage zu nehmen und wegzuschmeißen, wäre fatal. Wie geht es denn weiter mit der Kommission? Die Kommission, so ist es jetzt beschlossen worden, bleibt auf jeden Fall noch ein paar Wochen bestehen. Also im Moment ist das, glaube ich, Ende Juni angedacht, dass die Kommission noch bestehen bleibt. Wir haben ja noch ein paar Sachen auf unseren Schreibtischen liegen, wie Stefan Weigel sagte, die wir noch aufarbeiten. Und sind sicherlich noch, es gibt noch wahrscheinlich viel Gesprächsbedarf im Haus, zu der die Kommission dann auch noch zur Verfügung steht. Das ist jetzt erstmal das, was auf Sicht ist. Und ich gehe davon, also das ist jetzt meine persönliche, ich gehe davon aus, dass die dann sich dann auflöst, die Kommission, weil die ja für einen bestimmten Zweck eingesetzt wurde. Wie erklären Sie sich, obwohl Sie ihn nicht kennen, dass so etwas möglich ist, dass einer wirklich nach Amerika fahren muss, um diese Videos zu drehen und dann zurückkommt? Das finde ich auch schon eigentlich mit das Schockierendste an dem Ganzen. Tja, ehrlich gesagt, ich fürchte, das ist nicht zu erklären. Die Erklärung steckt darin, dass man ein Urvertrauen in den Kollegen hatte, weil er, wie Stefan das beschrieben hat, einfach wahnsinnig nett und umgänglich im Umgang war. Ein echter Teamplayer. Und dass man sich das nicht hat vorstellen können und deswegen vielleicht auch nicht hat vorstellen wollen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich meine, war auch natürlich ein Asset für das Ressort. Ne? Er hat viele Preise gewonnen. Relotius hatte ja insgesamt, glaube ich, über 40 Preise, also da sind auch sehr kleine und wahnsinnig unwichtige Preise dabei, aber er hat 4-mal den Reporterpreis bekommen und das hat ja schon ein großes Renommee und das hat zu seinem Standing im Haus natürlich beigetragen. Also uns hat ein Kollege im Ressort gesagt, das finden Sie im Bericht, wenn der keine Preise gewonnen hätte, hätte er es schon schwerer gehabt bei uns. Also da sind so viele Sachen zusammengekommen. Also dass er so ein guter Mitarbeiter war, auch so willig kleine Dinge gemacht hat, also mal eine Meldung geschrieben und dergleichen, wo sonst Reporter ja eher, so, das kennt jeder, der schon mal in so einem Ressort war, da sind fast Reporter eher mit Spitzenfingern an. Das hat er alles völlig problemlos gemacht. Also insofern war er ein sehr angenehmer, auch für Ressortleiter ein sehr angenehmer Mitarbeiter. Und er hat halt für den Spiegel was gebracht und damit eben auch fürs Ressort. Und so ist da so ein Konglomerat entstanden, das dann dazu geführt hat, dass man in der Situation unbedingt Moreno glauben wollte, unbedingt Relotius glauben wollte und der Moreno dann eben so schwer hatte durchzudringen. Ich habe eine Frage zu dem Stichwort Transparenz in dem Report. Da steht der Satz, ein Text ohne Quellenangabe ist kein Journalismus. Es reicht nicht, wenn der Reporter weiß, dass die Geschichte stimmt, der Leser muss es nachvollziehen können. Das ist ja bei vielen investigativen Leistungen schwer möglich. Wenn ich jetzt gerade an den prominenten Fall des Strache-Videos denke, wo die halbe Republik sich den Kopf drüber zerbricht, was nun die Quelle war. Wie ist der Satz zu verstehen? Naja, der ist erstmal, also man muss den für jede einzelne Situation ausinterpretieren. Also unsere Vorschläge sind sozusagen Generalvorschläge, die wir gemacht haben, wo man natürlich für jede einzelne Situation gucken muss. Also mich haben auch schon Kollegen aus dem Berliner Büro angerufen, die gesagt haben, ja, aber wir können manchmal unsere Quellen nicht nennen. Man kann ja auch benennen, dass man Quellen nicht benennen kann. Hier ist gemeint,
dass einfach Dinge eins zu eins aufgeschrieben werden, ohne dass der Leser nachvollziehen kann, wie ist eigentlich die Recherche gelaufen, wer genau hat das gesagt, aus welcher Richtung kommt es meinetwegen, wenn man den Namen nicht nennen kann. Also dass dem Leser einfach klar wird, was an Recherche steckt eigentlich dahinter und wie ordnet die Redaktion selber die Güte dieser Informationen ein. Ist da möglicherweise ein Interesse, steckt da ein Interesse dahinter, sollte man dieses Interesse offenlegen und so weiter. Und jetzt, also deswegen, es sind Generalvorschläge, die so ein Prinzip ausdrücken sollen und speziell dieses muss man ganz genau durchdeklinieren für einzelne Fälle. Und dafür ist jetzt diese Spiegelwerkstatt auch da, die werden sich genau mit solchen Fragen beschäftigen.